Nenn dich Erik der Wikinger, weil alle... Ja, Wikinger, genau, Wikinger. Alles klar. Jetzt schreibst du doch wieder Deutsch, jetzt werden die doch so geschrieben. Weil alle Wikinger Erik heißen. Immer. Okay. Du nennst dich Björn, weil das ein toller Name ist. Dein Vater ist der Chef von eurem Dorf und du als Sohn bist bislang eine herbe Enttäuschung. Du kannst kein Tier töten. Beim Raubschatzen verbrennst du dich immer oder zündest das eigene Schiff an. Du bist ein absoluter Vollidiot. Deshalb doch schickt dich dein Vater auf eine einzigartige Mission. Punkt. Wenn du lebend zurückkommst und dein Vater betet zu Thor, dass dieses nicht geschehen soll, dann wirst du der neue Dorfchef. Also streng dich an, du Idiot. Das ist nochmal, ne? Ja genau, für die Spielereien braucht es auch eine Liste. Meine fliegt hier auch noch irgendwo rum. Weiß ich nicht. War Thor nicht der Gott der Wikinger? Ich kenne mich da nicht aus. Ist es Odin? Nein, ist Thor. War doch Thor, war das doch, oder nicht? Oder ist Thor der Gott der Marvel? Ist nach Odin der oberste, gefürchtetste der Götter. Ist der Sohn von Odin und Jörd. Siehste? Ich bin halt nur in der Zukunft, mein Freund. Odin ist der Anfänger, ist der Papa. Nein, nicht Überboss. Ja, Odin ist Papa und Thor hat übernommen. So. Und bei mir ist Thor. Ich fand Thor immer besser als Odin. Odin hört sich an wie der Hund von Garfield. Wenn da noch jemand kennt, die alte Katze. Ja, es gibt auch Katzen, die heißen Garfield und nicht, komm, bring mich schnell auf den Namen. Das ist meine Katze. Ich höre da nie zu. Ich höre das jeden Tag 100 Mal, wenn ich Bus-Simulator spiele. Oh, wie hieß denn die Katze, die Muschi? Oh, ey. Das ist unglaublich, oder? Du hörst das zigmal in dem Spiel und mir fällt es nicht ein. Was? American Good Gods? Guts? Guts? Der Odin-Schauspieler? Einfach Beste. Maunzi, Maunzi, genau. Da sieht man mal, Niklas beschäftigt sich mit den Nebensächlichkeiten. Niklas, es mag sein, dass du bei Odin da gerade Geschlechtsverkehr wünschst, weil der Schauspieler so geil ist, aber das hier ist kein Erotik-Krimi, ja? Also bitte. Nimm dich mal ein bisschen zurück. Kann man immer nur an Sex denken. Ist ja widerlich. Nichts darf der Niklas. Doch, er dürfte zum Beispiel in Minecraft mal das Lager sortieren. Aber das macht er wieder nicht, weißt du, das ist Arbeit. Da will er wieder nichts mit zu tun haben. Da rennt er dann wieder lieber in seinen Laden und legt sich auf sein Klorollenbett. So, wollen wir raushauen? Wollen wir raushauen, komm. Ja gut, das könnte natürlich tatsächlich ein Grund sein. Wir können ja mal hier vorne noch was machen. Hier müssen wir eh noch was machen. Zielgruppe ist nämlich... Zielgruppe. Aber warum sind Rollenspiele für ist ja auch nicht erotisch. Was in der Arbeit? Boah, da fielen mir aber Sachen ein, du.
Könntest mit deiner Chefin hinter der Müllpresse. Denk mal drüber nach. So, jetzt aber. Bevor das hier ausartet. Machen wir mal hochwertige Sounds. Machen wir mal Gameplay. Machen wir mal Grafiken. Und machen wir hier was. So, die werden alle unterstützt. Ihr macht das hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, beim singenden Nacktmull müssen wir noch ein bisschen was nachproduzieren, oder? Ihr seid immer noch dran? Boah, das ist ja, das World Invader, das macht ja richtig was her, wa? Könnte es sein, dass wir hier echt produzieren können? Komm, dann produziere nochmal. Suddele. Muss man hier ein bisschen die Zahlen im Auge behalten. Ich glaube, einen traue ich mir noch zu. Was nehmen wir noch? Krankenhaus-Tycoon können wir noch machen. Nee, da muss ich hier hin. Dann machen wir noch ein Bootget-Game raus. Krankenhaus-Tycoon. Ich muss mir mal die Nummern, also die Namen komplett merken. Das ist, ich muss mir so vieles merken. Krankenhaus-Tycoon, mein Blinddarm quietscht. Ich weiß nur nicht, warum ich hier runtergehe. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Hier, mein Blinddarm quietscht. Machen wir wieder als Silverline. Alles klar, 2 Wochen. Produzieren wir mal eben 200.000 Stück. Ja, komm mal raus, den Lurch. Alles klar. Arbeitsmarkt, Marketing und Support mit 40. Nee. Bin noch am Überlegen, ob wir vielleicht noch ein paar Programmierer brauchen. Ich meine, so einen sollte man ja einstellen, ne? Haben wir noch irgendwo Platz für einen Programmierer? Starte Trainingskurs. Irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft gerade was falsch, oder? Programmieren für Profis. Starte Automatik, genau. Hier muss doch... Habt ihr denn alle Automatik? Ne, der nicht. Der hat Automatik, die haben alle Automatik. So, Engine-Gebühren, 2 Millionen. Aber damit haben wir auch noch die Fusselwork wieder raus, wa? Wie sieht's denn hier mit den Marktanteilen aus? Ich glaube, wir müssen wieder was produzieren. Also das Produzieren nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Wie lange bist du denn schon im Geschäft? Wen machen wir denn gerade? Singenden Nacktmull, ne? Das ist hier oben. 44 Wochen, ne? Da können wir auf jeden Fall noch was produzieren. Und beim Stirnlappen-Basilisken? Das ist ein Add-on, da müssen wir nicht so viel machen, ne?
So, wie sieht's denn hier mit den Updates aus? Komm, mach mal ein. Puh. Da, 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 da. Greenbite bringt gleich zwei Spiele raus. Na, die sind ja geil drauf, wa? Ich hab 'ne Idee. Aber dafür fehlt mir noch ein Motion Capturing Studio. Deine Programmierer haben Glück. Natürlich, sind nämlich gute Leute. Sehr, sehr gute Leute sind das. So sieht das aus. Haben wir noch was Neues? Nee. So, was? Jetzt hör doch mal auf hier, Spiel. Was willst du denn neue Forschung verwüten? Na toll, ich war gerade da. Wie kommt denn dann noch? Und der singende Stirnbasilisk, warum habe ich ihn hier schon wieder nicht nachproduziert? Wollte nämlich gerade mal was Neues starten hier, Spiel entwickeln. Okay, wann wird denn das erste Smartphone entwickelt? Und, wir können ja mal ein Konsolenspiel entwickeln. Was haltet ihr denn? So, komm, wir machen mal Folgendes. Wir können uns ja mal rantesten, weil ich das noch nicht hab. Nehmen wir mal sowas hier. Wir machen mal ein kleines Spiel. Wirklich nichts Großes. Eine Visual Novel. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was passt denn da alles zu. Also die hier auf jeden Fall, die nehmen wir schon mal rein. Den, damit er trainiert wird. Ja, In-App-Käufe. Komm, wir machen auch mal In-App-Käufe. Sowas machen wir mal. Alles klar. Ich glaube, wir müssen gleich sowieso noch irgendwelche Controller einstellen, ne? Visual Novel. Jetzt gibt es erotische Odins? Nein. Ich habe keine, ne? Ich habe keine... Für Visual Novel habe ich keine eigene Engine, ne? Sollen wir mal eben eine erstellen? Macht das Sinn? Würde Sinn machen, ne? Wir machen mal ein reines Konsolenspiel. Das heißt, wir hätten sozusagen diese vier Konsolen hier, ne? Oder zählt sowas auch damit zu? Nee, Konsolen, genau, vier Stück. Entweder wir machen Stufe 3 oder wir gehen nur auf die hochwertigen. Das heißt, ich würde nur für die Super Nintendo auf 3 bleiben. Nee, machen wir nicht. Wir entwickeln mal eben eine Engine. Vor allem mal eben, ne? Das ist die Fuzzle Work Novel. Da kommt alles rein, außer 5.
5 auch nur wegen der Grafik, ne? Scheiße. Gut, das wird ein bisschen dauern, bis die produziert ist, ne? E4. Dann habe ich die eine auch falsch benannt. Ich habe nicht gesehen. Mal eben. Ja, mal eben. Bei mir wird immer alles mal eben gemacht. Weißt du, mal eben. Für die Konsole. Ich meine, die produzieren hier noch, ne? Bis heute Abend muss das fertig sein. Ja, nix heute Abend. Ich habe um 18 Uhr noch ein Meeting mit dem Jules. Das heißt, so lange nicht. Das muss schneller gehen. Alles muss viel schneller gehen. Was ist denn da oben schon wieder? Oh, ich komme hier nicht hinterher. Kann das nicht mal irgendjemand für mich übernehmen hier? Wie lange sind wir denn? 48 Wochen. Ja, da kannst du ja die Deluxe-Edition noch nicht rausnehmen. Ach, Jules kann warten. Nein. Sowas mache ich nicht. Na guck, 20% haben sie schon. Wollte ich denn das Motion Capturing reinbauen, das zweite? Weißt du, warte, ich kaufe jetzt das Gebäude hier. Und dann baue ich hier mal eben noch ein Motion Capturing rein. Rein, weißt du? Wird denn das geupdatet? 2005. Naja, das ist noch ein bisschen. Also wir sollten vielleicht mit den Heizungen anfangen, oder? Ist ein großer Raum, der braucht Heizung. Wir sind uns einig, ist warm genug. Warum ist das plötzlich verdreht? Gut, fangen wir hier an. Mir ist das egal, spielen, mir ist das egal. Mach mal das Schnapping raus, komm. Da passt einer hin. Machen wir drei Stück in Reihe, ne? Da passt einer hin und hier müsste locker einer hinpassen. Durch die neuen Updates soll das mit dem Geldverdienen schwieriger sein. Die 10 Millionen für die Forschung zur Konsolenentwicklung hat man da nicht mal eben. Oh, die sollen das nicht schwerer machen. Der Niklas schafft das ja so schon nicht. 2, 4, 5. Spielst du auf schwer, Niklas? Spiel doch du doch
mal auf der Schwierigkeitsstufe. Ich habe doch gerade erst für dieses Spiel die Schwierigkeitsstufe auf schwer erhöht. Immer dieses Genöder. Spielst du mal eine Minute ein Spiel und schon mach doch mal was anderes. Widerlich. Kann ich nicht arbeiten.